Willkommen zurück zu Angezockt mit der zweiten Folge von Alone in Space. Und wir haben ja hier die Tür des Todes vor uns, aber ich bin guter Dinge, dass wir mit unserem überlegenen Timing es schaffen werden, da durchzukommen, ohne dass es uns zerhackt. Hervorragend. So, dann gucken wir mal weiter, was es hier so gibt. Noch eine Tür. Die ist auch potenziell offen. Oh, hier, endlich mal ein Plan, oder? Emergency Redirection. Was? Oh, hier kann man puzzeln. Oh Gott, ich bin so schlecht im Puzzeln. Ich muss da oben hin, oder was? Ich weiß es nicht. Okay, ich gehe erstmal zu der einfachen Sache, nämlich der Tür, die man drücken kann. Ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee, wenn da so ein Puzzle-Ding ist, aber... Ah, okay. Oh Gott! Oh Gott! Ah, Alarm! Was ist denn los? Das heißt, wir müssen vermutlich jetzt hier... Was ist das? Lass mich raus. Gott, was für ein fürchterliches Geräusch. Okay, ich nehme an, dass jetzt das Puzzlespiel kommt hier. Und ich nehme mal an, wir müssen von hier umleiten nach da oder so. Weiß ich nicht, wahrscheinlich zumindest. Okay, jetzt könnt ihr mich versagen sehen. So. Nicht so gut. Da kommen wir nicht weiter. So, okay, also wir können nur hier raus. Da macht keinen Sinn. Zack, zack, zack. Da macht auch nicht so viel Sinn. Aber so könnte man es vielleicht drehen. Zack. Nö, kann man auch nicht. Hä? Dann kommen wir aber eigentlich nur hier hoch. Aber von da kommen wir nicht weg. Okay. Zack. Ich bin wirklich nicht gut in so Puzzlespielen, ne? Also jetzt ganz ernsthaft. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass ich gruselig schlecht in solchen Puzzlespielen bin. So. Nee. Okay, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Das können wir nicht drehen. Also hier kann man eigentlich nur so anschließen. So. Jetzt brauchen wir irgendwas hier oben. Das geht nur in diese Richtung, richtig? Genau, zack. Das könnte auch nach hier unten, aber hier unten kommen wir... Doch, hier kommen wir auch weiter. So. Geht noch was anderes als das? So geht noch. Zack. Aber das hilft uns nicht. So. Also quasi an dieser Stelle Sackgasse. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier noch andersrum angeschlossen bekommen. Ja. Es geht nur in diese Richtung. Okay, wir kommen da oben lang. Sehr schön. So, dann muss man das hier irgendwie ranbekommen. So. So. Ha! Jawohl, ich bin der volle Puzzle-Experte. Also bin ich nicht, aber... Oh, guck mal, jetzt ist offen, ne? Richtig? Hier ist wahrscheinlich immer noch Terror. Nee, hier ist jetzt aus. Ach so, das war eben aus, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall ist jetzt... Ich drück doch mal drauf. Okay, so viel zum Thema Puzzlespiel. Ich bin der König der Puzzle. So. Das hier? Ey. Hier ist nicht so viel spannend. Hä? Echt jetzt? Steuere ich das? Okay, ich kann
irgendwie Raketen abschießen. Okay, ein kleines Raumschiffspiel im Spiel. Ja, ich nehme das mal so hin. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das nicht so viel Sinn hat für die Story, aber vielleicht hat es ja auch Sinn. Wir müssen da nochmal hin, aber das können wir dann gucken. So. So. Mysteriös, hier muss doch aber irgendjemand sein auf dieser Station, oder? Die können ja nicht alle weg sein. Außer das hat sie rausgesaugt oder so. I would like to know who keeps installing the games. Ich wüsste gerne, wer die ganzen blöden Spiele in den Zugriffsterminals installiert. Ich habe die jetzt schon mehrere Male entfernt. Tja, scheinbar hat er länger gelebt als du. Wir haben die Verbindung zum Schiff im Orbit verloren. Es scheint verschwunden zu sein. Das verstehe ich nicht. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Wir bleiben hier. Wir würden auf eigene Faust uns hier bleiben. Ich möchte nicht sterben. Niemand möchte sterben. Um Himmels Willen. Sonst ist hier aber nicht so viel Spannendes zu haben. Okay. Ich wäre auch dafür, nicht zu sterben. Oh, guck mal, da gibt es wieder wilde Informationen. Aber erstmal durchkramen wir wieder natürlich alle Schränke, die wir finden können. Was ist das? Wir nehmen es einfach mal mit. Ein Filter. Oh, irgendwas war mit Replace und irgendwelche CO2-Filter, ne? Okay, das ist wahrscheinlich dann so ein Filter. Das ist nix. So. Also, die elektromagnetische Entladung, die aus dem Planetenkern kam, hat viele Schaltkreise durchgebrannt. Wir können die Tür nicht öffnen. Computer sind kaputt. Und die Life Support hält wahrscheinlich auch nicht viel länger durch die Lebenserhaltung. In manchen Sektionen ist sogar die Backup-Stromversorgung beschädigt. Also können wir nicht einfach die Software hernehmen. Oh, entschuldigt. Oh, um die Leitung zu neu umzuleiten. Sondern wir haben die Paneele von der Wand zu nehmen und müssen die Kabel manuell fixen. Okay. Okay, ein fürchterlicher Unfall ist passiert. Alex Wilson ist tot. Das bin ich. Ich habe Kira auf dem Korridorflur sitzen und weinen sehen. Ein fürchterliches Desaster. Alex sollte nicht hier sein. Er arbeitet als ein Techniker in einem anderen Teil der Basis. Er war wahrscheinlich hier, um Kira zu sehen. Er hat so viele Leben gerettet. Also langsam möchte ich natürlich auch wissen, was ich so Heldenhaftes getan habe. Ich nehme erstmal wieder meinen Tennisball jetzt in die Hand. Schwerst bewaffnet, wie ich bin. Von wo bin ich gekommen? Schon wieder die Orientierung verloren? War ich hier schon? Hier war ich schon, oder? Ich glaube, hier kam ich her. Bin in die Richtung gegangen, genau. Okay. Gleich springt mich irgendwie so ein Facehugger an oder so. Ich gucke mal sicher zu, ob hier hinten was ist. Natürlich ist hier noch irgendwas, ne? Ist alles nicht einfach. Das ist eine Tür. Oder spratzelt es schon wieder? Juhu, lustiges Redirect-Spiel. Ne, warte mal. Bin ich reingekommen? Okay. Also diese Tür. Nicht so besonders hilfreich. Okay. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung, würde ich sagen. Warte mal, hier war ich schon. Das war jetzt alles hier hinten. Bin ich sicher, dass ich alles hatte? Nee, da hinten ist noch was, oder? Ja. Okay, ich denke mal, dass jetzt auch wahrscheinlich irgendwie mal das CO2-System kommt. Dr. Kira stole the body of Alex. Okay. Ich möchte Sie informieren, dass Dr. Kira Lewis den Körper von Alex Wilson aus der Leichenbeschauung gestohlen hat.
Ich verstehe Ihre Trauer, aber sie kann nicht einfach Körper mitnehmen. Außerdem mache ich mir ein bisschen Sorgen, was sie mit dem Körper machen. I have to point out this. Okay, ich muss darauf hinweisen, dass sie ein Experte in DNA-Manipulation ist. Es besteht die Gefahr, dass sie den Körper klonen will. Das wäre eine Verletzung aller ethischen und medizinischen Standards. Das ist, warum ich vorschlage, sie so schnell wie möglich zu finden. Oh Gott, Riesentext. Monstertext. Okay, Alex Wilson ist gestorben. Alles, was ich tun konnte, war, den Zeitpunkt seines Todes festzuhalten. Wilson hat es geschafft, den Reaktor manuell außer Betrieb zu nehmen. Es bestand die Gefahr einer Überladung. Die Explosion hätte Tens of People, also Dutzende quasi von Menschen getötet. Dr. Kira Lewis ist zusammengebrochen. Ich bin kein Techniker, also verstehe ich davon hier gar nichts. Aber ich denke, die Wiederherstellung des elektromagnetischen Felds geht viel zu schnell. Die Menschen sind unter hohem Druck vom Commander der Basis. Ich fühle mich nicht gut bei dem Versuch, morgen den Planetenkern zu starten. Außerdem glaube ich, dass Commander Torres an einer Krankheit leidet, die aus dem Langzeitschlaf kommt. Solche Krankheiten manifestieren sich größtenteils als psychische Probleme. Er ist einer der Ältesten auf der Basis. Er hat viele Jahre im Schlaf verbracht in seinem Leben. Okay. Also potenziell haben wir auch noch einen geisteskranken Commander hier irgendwo. Es wird immer besser. Kann nur ein super Tag werden. Jetzt müssen wir noch rausfinden, ob es hier noch irgendwas für uns zu tun gibt. Ach, guck mal, noch eine Tür. Hauptsache nicht mit einem geisteskranken Commander dahinter. Gehen wir erstmal hier lang. Ich habe Filter dabei. Ich habe mittlerweile völlig den Überblick verloren, wo ich bin. Es sieht alles so fürchterlich gleich aus. System online, das ist gut. Passcode, weiß ich doch nicht. Was war das vorhin? 31415. Enter. Na gut, das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Oh nein, mach irgendwas. Okay, also wir brauchen einen Passcode für dieses Ding hier. Da kommen wir sonst nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Jetzt beginnt es schwierig zu werden. Da kommen wir, glaube ich, hier. Da müssen wir noch lang dann. Und jetzt bin ich mir langsam echt nicht mehr so richtig sicher. Hier, das kommt mir sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt. Ja, hier war ich doch schon. Dran, ne? System offline. Ich könnte jetzt natürlich auf die andere Seite gehen. Ja, witzig. Todes. Sehr witzig. Ich könnte jetzt irgendwie dieses Stromumleitespiel nochmal spielen, weil ich habe ja jetzt Filter. Und dann gehe ich in die andere Richtung. Das wäre natürlich noch ein Versuch wert. So, theoretisch muss ich doch nur einmal umdrehen. Zack. So, dann ist da wieder an, ne? Ja, sehr schön. Klappt ja. So. Und jetzt kommt wieder dieser fiese Alarm, ne? Aber ich kann. Wie kriege ich denn da die Filter getauscht? Ich komme ja nicht durch die Tür, ne? Ja, alles laut. So.
Paneel wieder drauf. Ordnung muss sein. Ja, sehr schön. Okay, das Rätsel haben wir auch gelöst. Dann kommen wir jetzt hier weiter. Sehr schön. Hallo. Hier dürfte jetzt auch nichts Schlimmes sein, weil... Oh nein, Game Safe, das ist nicht so gut, ne? Kaputte Tür, ganze Tür. Ah, jetzt kommt bestimmt irgendwas Schlimmes, wenn der Game Safe macht. Na gut, wir gucken mal rein. Also es ist ganz spannend bisher, muss ich sagen. Ich bin jetzt mittlerweile echt gespannt, was hier noch passieren wird. Und ich hoffe, wir erleben noch ein bisschen was. Auf jeden Fall ist es... Also dieses Feeling einer verworrenen Raumstation, wo man keine Ahnung mehr hat, wo man ist irgendwann, das kommt recht gut rüber. Vielleicht liegt das aber auch an meinen unglaublich schlechten Orientierungsfähigkeiten. Zumindest in so Computerspielen bin ich richtig fürchterlich, was sowas angeht. Was ist das hier? Zettel? Kann man die Zettel aufheben? Nein, kann man scheinbar nicht. Aber hier gibt es ein neues Terminal. Geh nicht in die Korridore hinter E19. Ich wurde gerade neu geboren. Neu geboren? Ach, das war, ne? Okay. Ich weiß noch nicht, was mit dem Neuen. Der Druck in den Rohren ging hoch und ein Paneel von der Wand. Ah, der Treffer. Ich habe gedacht, ich war tot. Und noch viel schlimmer, das Gasleck begann zu brennen. Die Luft rund um die Basis ist mit allen möglichen Dingen verschmutzt. Die Filter haben sich sehr schnell aufgebaut. Gut, ist gut, dass die Korridore alle hermetisch abgeriegelt sind. Alles, was sie zu tun hatten, war, den Korridor zu schließen und das Feuer ist ausgegangen. Alles klar. Wir gucken mal wieder die Menüs durch. Im Logbuch steht noch was. Notes, Notifications. So. Vector ist angekommen. Keine Ahnung. Ah, es scheint ein Raumschiff zu sein. Es ist im Orbit von Miranda. Es ist ein fantastisches Schiff, 300 Meter lang, 80 Meter an der höchsten Stelle. Passen 76 Leute drauf. Die Basis ist zum Leben erweckt worden. So viele neue Gesichter. Die haben neue Supplies und Equipment gebracht. Commander Taurus hat eine große, motivierende Rede gehalten. Er liebt seinen Job. Ja. Er redet gerne viel darüber, eine neue Welt zu erschaffen und die Menschheit vorwärts zu bringen. Das ist auch schön. Endlich mal ein Irrer, der seinen Job richtig liebt. So. Das war übrigens ironisch gemeint. Oh, ich glaube, ich habe das Gasleck gefunden. Yay. Ah, super. Auch nicht. Machen wir denn da jetzt? Wenn ich da durchlaufe, verbrenne ich vermutlich. Okay, hier muss es ja irgendwie einen trickigen Trick geben. Kann man irgendwie. Ich würde jetzt als erstes mal probieren. Alter, was ist das? Ja, ich verstehe, dass du schmerzt. Was ist denn los? Ich glaube, ich sterbe gerade. Was hat er denn jetzt für Probleme? Restart. Muss ich jetzt ganz von vorne anfangen? Nee, ne? Nee. Nur hier. Richtig? Das war doch die letzte Sektion, in der wir waren. Hier war der Safe, genau. Okay. Also da hinten will ich dann erstmal noch nicht durch. Aber wir müssen ja irgendwas machen können. Ich habe was übersehen. Ich bin verwundert. Also, man muss ja irgendwas mit diesem Gasleck anfangen können. Okay. Irgendwie abstellen oder so. Ey, warte mal. Was wäre denn? Tennis.
offensichtlich auch nicht. Was könnte ich denn noch machen? Also irgendwie muss ich entweder dieses Gas abstellen oder die Luft rauslassen. Also im Computer steht ja quasi, dass man die Luft rauslassen kann durch hermetische Verriegelung. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo kann ich das tun? Wo kann ich genau das tun? Bin gespannt, ob wir das Rätsel noch gelöst bekommen. Also. Hier gibt es sowas nicht, ne? Der Computer konnte auch nichts anderes mehr. Okay, alles, was wir tun mussten, war den Korridor zu schließen und das Feuer ist ausgegangen. Okay, aber damit muss ich doch eigentlich nur hier zumachen, oder nicht? Nee, Entschuldigung, close. Okay, es ist echt so banal einfach. Wir warten kurz, denn das Feuer wird sämtlichen Sauerstoff aufbrauchen. Und es kommt jetzt natürlich auch kein neuer Qualm mehr durch und wir drücken wieder auf. Okay, jetzt ist es nur noch ein Gasleck, was schon mal besser ist. Nicht gesund, aber besser. Schnell durch, bevor ich mich ersticke. Wir wissen alle, dass das nicht schön ist, aber auf zu flennen. Und schnell wieder zumachen. Gitti, gitti, git. Hier drüben ist insgesamt nicht so gesund, ne? Ja, ich glaube, jetzt kommen wir langsam in den unschönen Bereich der Station. Und was mir jetzt in letzten Endes bleibt, ist einfach zu sagen, wenn ihr rausfinden wollt, wie es weitergeht und ihr auch davon gefesselt seid, dann holt euch Alone in Space und probiert es einfach selber aus. Ich finde es echt interessant und ich werde jetzt mal so ein bisschen noch weiter gucken, was ich hier noch finden kann. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche mit angezockt. Mein Name ist Robert und tschüss.